schön, euch wieder auf Anja Zeisberger TV zu sehen. Heute geht es in meiner Sendung um Magnetschmuck. Was ist das Besondere daran? Welche Wirkung wird ihm nachgesagt und wie sieht er aus? Als Experten an meiner Seite begrüße ich recht herzlich Wolfgang Düsener. Er ist Marketingdirektor bei der Firma Energetics, die Marktführer im Direktvertrieb von Magnetschmuck sind. Herzlich willkommen, lieber Wolfgang, und schön, dass du uns hier eine Auswahl von Magnetschmuck mitgebracht hast. Ich trage hier auch direkt schon ein paar wunderschöne Stücke. Bevor wir uns das aber gleich im Detail mal ansehen, Magnetschmuck erfährt ja immer größere Beliebtheit, weil man ihm heilende Kräfte nachsagt. Und diese Kenntnis darüber, die liegt ja schon Jahrtausende zurück. Richtig? Ja, also erstmal herzlichen Dank, liebe Anja, für die Einladung hier bei dir ins TV. Die alten Chinesen wussten schon darüber Bescheid und vor fast 1000 Jahren gab es die Hildegard von Bingen, die bei uns in Europa bereits in einem Buch die Wirkung von Magneten oder Magnetkraft erwähnt hat. Und das ist halt eben eine Sache, die sich mittlerweile immer mehr durchsetzt, weil immer mehr Menschen spüren, dass Magnetschmuck ihnen gut tut. Und wie kann Magnetschmuck wirken oder wie kann er den Organismus positiv beeinflussen? Ja, wie wirkt Magnetschmuck? Dazu muss ich ein kleines bisschen ausholen. Wir Menschen leben im Naturkraftfeld des Erdmagnetismus und der nimmt leider seit vielen, vielen Jahren ab. Und wir Menschen haben es geschafft, uns radikal vom Erdmagnetfeld zu trennen, indem wir alles zugetunnelt haben. Und deshalb kriegen wir einfach nicht mehr die Naturkraft des Erdmagnetismus mit und deshalb fehlt uns etwas und ist die Ursache für viele in Gänsefüßen Zivilisationskrankheiten. Okay, das heißt, inwieweit beeinflusst oder kann es positiv beeinflussen dann unseren Organismus, wenn wir Magnetschmuck tragen? In dem Moment, wo wir Magnetschmuck tragen, sorgen wir wieder dafür, dass ein absolutes Gleichgewicht ist. Das heißt also, unsere roten Blutkörperchen machen ihren Job wieder richtig. Also Blutzirkulation. Die Blutzirkulation wird angeregt. Das heißt also, es gibt mehr Sauerstoff, gibt mehr Energie in den Körper und es werden halt eben auch die Schlackestoffe, die Toxine wieder abtransportiert, was natürlich ganz wichtig ist für unser Wohlbefinden. Und bei Magnetschmuck, welche Personen dürfen den Magnetschmuck nicht unbedingt tragen? Also grundsätzlich sagen wir, Leute mit Herzschrittmacher oder mit solchen ähnlichen Transplantationsgeschichten sollten auf jeden Fall ihren Arzt fragen. Oder Implantate. Implantate natürlich auch. Menschen, die gerade eine Organspende erhalten haben, sollten auch keinen Magnetschmuck also frisch operiert tragen. Ja nicht. Frisch operierte schon, aber mit Transplantation ist es einfach so, der Magnetschmuck sorgt dafür, dass das Immunsystem aktiviert wird. Und das ist ja bei einer Organtransplantation unter Umständen etwas problematisch. Ja. Aber das ist im Grunde genommen, Schwangere würde ich auch sagen, bitte mal mit der Hausärztin reden. Oder halt eben auch bei Kindern. Wir haben gute Erfahrungen bei Kindern, aber da ist es einfach wichtig, darüber zu sprechen. Also nicht generell sein. Ansonsten gibt es eigentlich keine Ausschlüsse, weil wir haben Kunden von ganz, ganz jung bis ganz, ganz alt. Und was wir auch noch haben, was vielleicht für die Männer, die ja immer so ein bisschen skeptisch sind und sagen, muss man auch dran glauben. Ja, genau. Sehr wie man dann, darf ich eine Anekdote eben anbringen? Ja, und zwar, ich habe das gesehen, du hast das jetzt schon aufgebaut. Wir sind Magneteinlegesohlen. Und als ich mich so vorbereitet habe hier auf unsere Sendung, da habe ich meinem Mann davon erzählt und er sagte, also ich glaube ja normalerweise nicht daran, ja, dass bei den Männern so ist. Und er sagte, ich hatte einmal sehr starke Kopfschmerzen und ich habe einen Freund, der hat eine Magneteinlegesohle bei sich zu Hause gehabt und hat gesagt, jetzt pack dir die Magnetsohle einfach mal auf die Stirn. Das hat er dann wirklich gemacht und nach einer halben Stunde hat er gesagt, waren meine Kopfschmerzen weg. Und er sagt, ich weiß nicht woher, aber irgendwas scheint da ja dann doch Wahres dran zu sein. Ja, also für die Männer, wie gesagt, die sagen, muss man auch dran glauben, da kann ich auch nur sagen, wir haben ganz, ganz viele Erfahrungen mit Tieren, also Hundehalter, Pferdehalter, haben wir ganz. Aber für solche Sachen würde ich sagen, dann bitte schön unsere Magnet Relax. Ja, genau, das ist das neueste Errungenschaft. Ja, das ist eine der neuen Wellness-Sachen. Wir sind mittlerweile im Wellness-Bereich auch sehr stark vertreten. Und das ist einfach sehr schön, da sind 7 Magnete drin und die sind genau auf diesen. Ja, genau. Ja, ich fühle jetzt hier auch schon so die Magnetplättchen. Ich merke so in letzter Zeit, dass meine Augen jetzt wahrscheinlich trocken sind durch die Bildschirmarbeit, also immer auf den Computer schauen. Und würde mir das so helfen, also könnte das so positiv, sage ich mal, das beeinflussen, dass jetzt nicht, dass ich sage, oh wow, ich kann jetzt wieder weit gucken und nachgucken, aber es würde schon lindernd. Ja, also Anja, das ist so eine klassische Frage, die ich immer gestellt bekomme. Hilft das denn auch ja, dabei genau, oder dagegen genau, oder so? Und ich habe da so eine Standardantwort, ich habe keine Ahnung. Ja. Weil jeder Mensch ist anders und jedes, ich sag jetzt mal Leiden, Zipperlein, Gebrechen ist anders. Ich kann da nur immer ansagen, bitte probier es aus und sag mir in 3 Wochen, was sich bei dir verändert hat. Ja. Weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben also für unsere Produkte auch eine sehr umfangreiche Vertrauensgarantie. Und deshalb, ich frage meine Kunden immer nach 3 Wochen, was sich bei
dahin getan hat. Und das ist für mich das Schöne an diesem Beruf, weil ich kriege traumhaft schöne Antworten von Menschen, die mir einfach Dinge erzählen, die man nicht glauben kann, wenn man es nicht wüsste. Und das ist doch wirklich eine sehr, sehr schöne Sache, weil ich weiß, ich darf Menschen helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Da wäre jetzt auch gerade so der Punkt, du sagst Erfahrungsberichte, gibt es denn auch Studien, die das belegen? Ja, es gibt eine ganze Reihe von Studien. Es gibt mittlerweile auch viele Schulmediziner, die auch im Internet ganz klipp und klar eine Lanze für die Magnetfeldtherapie brechen. Meistens, oder sagen wir, sehr, sehr viele Ärzte haben heute im MRT, Magnetresonanztherapie oder Magnetfeldtherapiegerät in ihrer Praxis stehen. Also das ist bekannt. Es wird allerdings natürlich nicht besonders promotet, weil ich sage jetzt mal so, es gibt natürlich auch Leute, die sagen, naja, Magnetschmuck, der ist natürlich gut und schön, aber man kann natürlich auch Tabletten nehmen, die haben ja eine ähnliche Wirkung. Ja gut, der Placebo-Effekt hier. Was ist das denn hier Schönes? Also das ist eins von unseren, ich sage nur mal, unsere Allzweckwaffe. Wir haben also, das ist ein Magnetstrip, da sind zwei ganz starke Neodym-Magnete drin, auch mit Kupfer. Also ist vielleicht auch noch ein Punkt mit dem Kupfer. Alle unsere Magnetschmucksachen haben hochwertige Neodym-Magnete und viele sind auch noch mit Kupfer versehen. Es gibt also eine doppelte Wirkung. Ja, okay. Also Kupfer wirkt entzündungshemmend. Aber das heißt nicht, je mehr du trägst, umso besser die Wirkung. Also normalerweise. Ich meine, ich habe jetzt hier natürlich hier schön zwei Ringe. Hier habe ich noch einen sehr schönen Ring, also wirklich ganz, ganz toll. Der sieht aus wie so ein Ring von einem namhaften Designer. Also keine Schleichwerbung hier. Aber auch hier, ne, muss ich sagen, also sehr, sehr schöner Schmuck, sehr ausgefallen auch. Ja, also grundsätzlich sage ich, wenn jemand sagt, ich möchte einfach ein bisschen fitter werden, Sauerstoffversorgung, Blutstoffwechsel sollte besser werden, dann sage ich, okay, ein Magnet reicht. Okay. Aber natürlich haben wir schöne Schmucksachen und ob man jetzt halt eben, ich sage jetzt mal einfach, verschiedene Schmucksachen trägt oder ob man gesunden Schmuck trägt. Ja, wie zum Beispiel, das ist mein Favorit hier. Wie zum Beispiel ganz diesen, toll. Diesen Flamingo. Genau. Also es schadet auch nicht, wenn man mehrere Schmuckstücke trägt. Ich trage selber auch mehr. Ich habe vor Energetis außer meinem Ehering nichts an Schmuck getragen. Heute sieht das alles ein bisschen besser aus. Guck hier, auch diese Uhr ist schon Energetis. Ich kenne ja noch meinen Magnetschmuck von früher, Wolfgang. Und der sah ja, um es nett zu formulieren, ja noch nicht so schön aus. Das sind so diese klassischen Magnetbänder. Davon, sage ich mal, sind wir ja weit heutzutage entfernt. Ja? Und wenn man das so sieht, also wirklich eine sehr, sehr schöne Palette. Noch kurz, was unterscheidet jetzt euch, die Firma Energetics, von anderen Anbietern im Bereich Magnetschmuck? Ja, also Magnetschmuck gibt es schon seit 70 Jahren, das haben wir nicht erfunden. Unsere Firma gibt es erst seit 2002. Aber wir sind sehr stolz darauf, wir haben es geschafft, in weniger wie 10 Jahren Marktführer im Direktvertrieb von Magnetschmuck zu werden. Mhm. Das liegt einmal daran, dass wir sehr hochwertige Neodym-Magnete verwenden. Die sind sehr klein. Und schön verarbeitet, also wirklich ganz toll, qualitativ. Die sind extrem klein und trotzdem sehr leistungsstark. Ja. Das ist natürlich der eine Punkt, den kann man in sehr, sehr schönem Schmuck verstecken, wie zum Beispiel in diesen super schönen Ohranhängern. Und der andere Punkt ist, wir haben ein ganz offenes Vertriebssystem. Wir haben ganz, ganz viele Kundinnen, die aus Begeisterung für den Schmuck, was er bei ihnen gemacht hat oder so, Geschäftspartner von Energetics werden. Und das ist auch sehr einfach und sehr unkompliziert. Und da sind wirklich sehr viele Frauen, die mit Begeisterung unsere Produkte auch mit vertreiben, weil sie einfach sagen, es macht Spaß. Und ich tue den Menschen was Gutes damit. Ja. Vor allen Dingen kann ich das voll verstehen, weil ich habe mir den Katalog natürlich auch angeguckt, alles vorab, für unsere Sendung. Und ich muss sagen, da bleibt ja kein Wunsch offen. Also ob es filigran ist, ob es ein bisschen robuster ist, ob es verspielt ist, ob es jetzt, sag ich mal, eher klassischer ist und auch für Herren und für Damen und noch die ganzen Zusatzprodukte jetzt von Magnet-Einlegesohle bis über dieses Magnetherz, aber auch hier gibt es die Getränkestäbe. Also das lohnt wirklich mal, sich diesen Katalog anzuschauen. Und wer mehr wissen möchte oder noch Fragen hat an Wolfgang, die wir jetzt im Interview nicht beantworten konnten, der kann gerne sich an Wolfgang wenden. Deine Kontaktdaten habe ich auch in der Infobox verlinkt, wie auch die Webshop-Adresse. Und du hast ja wieder noch was ganz Tolles einfallen lassen, so für heute dieses Gespräch, nicht wahr, Wolfgang? Ja, also ich habe mir natürlich überlegt, für deine Follower, dann machen wir natürlich ein extra Dankeschön. Das heißt also, das ist nicht toll. Man kann die Sachen versandkostenfrei im Webshop bestellen. Wohlfühlschmuck.energetics.tv. Zeigt dir ja in der Infobox, das ist relativ einfach und simpel. Und dann machen wir es einfach so, dass deine Follower, weil sie dir ja folgen, dass sie dann das Dankeschön von uns einen Gutschein über 10% bekommen. Und mal schauen, vielleicht ist es ja auch wirklich interessant für die eine oder andere, deine Follower näher mit uns in Kontakt zu treten. Das ist eine tolle Sache, Wolfgang, herzlichen Dank. Und ihr wisst ja, Weihnachten steht vor der Tür.
Ja. Wolfgang, herzlichen Dank für das informative Gespräch. Jetzt weiß ich, jetzt wisst ihr auch ein bisschen mehr zu Magnetschmuck. Herzlichen Dank, liebe Anja, ja, für die Einladung. Sehr gerne. Hat mir eine große Freude bereitet. Und ich komme gerne auch nochmal wieder, wenn wir über dieses Thema Wohlfühlsachen, Wellnessbereich reden wollen, weil dieser Bereich wird immer stärker bei uns. Mhm. Da sollten wir uns wirklich auch nochmal in Ruhe unterhalten. In diesem Sinne, meine Lieben, habt einen tollen Tag und alles Liebe, alles Gute und bis bald. Eure Anja.